Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke und wir haben heute wieder eine kleine Challenge für euch vorbereitet. Und zwar geht es diesmal um was ganz Besonderes. Ihr wisst alle, Kanal Phänomenal macht in letzter Zeit immer viele Challenges. Ich versuche immer diese Challenges anzunehmen, nachzumachen, wie auch immer. Jetzt hat er was gemacht, weil er gleichzeitig auch den Cinemanuel-Kanal hat, wo er auch immer über Filme redet, Filme vorstellt, Filmreviews, sonst was. Ich auch ein großer Filmfan bin. Kino ist momentan natürlich nicht möglich und jetzt gibt es eine Challenge, die vereint einfach Challenge und Film in einem. Deshalb habe ich mir hier einen Film rausgesucht, ne? Die Autopsie der Jane Doe. Kennt ihr Jane Doe? Kennt ihr den Film, die Autopsie der Jane Doe? Ist noch original verpackt, habe ich auf Netflix letztens gesehen. Habe ich mir dann bestellt für die Sammlung, will ich mal einpacken. Und was brauchen wir noch für die Challenge? Wir brauchen natürlich noch eine Corona-Maske. Also eine OP-Maske. Ja, was ist denn? Willst du auch eine Maske? Komm mal her. Und wir brauchen einmal Airwaves. Nichts kann sie aus der Ruhe bringen, bis sie ihren Freund Jeff mit einem Sexfilm erwischt. Lucy ist entsetzt und stellt ihn vor die Wahl. Sie oder die Pornos. Voll bescheuert, die Alte. War doch klar, dass es sie verlässt. Die Challenge besteht nämlich darin, ihr müsst zwei Airwaves essen, während ihr die Maske aufhabt, zerkauen und dann die Inhaltsangabe eines Filmes vorlesen. Jetzt weiß ich nicht, ob er die normalen Airwaves hatte oder die Airwaves Strong. Ihr seht das ja. Strong, Bro. Wie bei Matt Riddle. Wir möchten jetzt erstmal die Airwaves aufmachen, ja. Wir packen uns die ganze Packung Airwaves, Adiwaves, die ganze Packung Airwaves einfach mal in die Schnauze, sage ich mal. Die sind sogar blau, guckt euch die an. Wir werden aber nicht eins in den Mund nehmen und zerkauen und dann das andere hinterher und zerkauen und das nächste hinterher und zerkauen. Wir packen uns einfach gleich alle Airwaves mit einmal ins Gesicht. Ungefähr so. Da hinten ist noch eins drin. Ich weiß nicht, ob das beschlägt das dann. Sehe ich da was? Sehe ich nichts. Ich brauche die Brille auf jeden Fall zum Vorlesen. Danach kann die Brille ja vielleicht weg. Guck mal, Adi. Hui! Und weg ist er. Hier also die Airwaves, alle Airwaves auf einmal. Die nehme ich jetzt in den Mund und packe mir dann die Maske hinterher, fange dann an zu kauen und lese dann vor, was da steht. Oder schützt die Brille vielleicht davor, ich weiß es nicht. Wir können die auch mal abnehmen oder so. Mal gucken, ob wir dann noch was sehen. Ach, ich weiß es nicht. Okay, Mund. Fokus, Maske auf. So. So. Ich kann es ohne Brille gar nicht erkennen. Dann fangen wir an zu kauen. So, wenn ich jetzt gleich ein bisschen Platz habe. Die Autopsie der Jane Doe. Nervenzerreibender Schocker vom Regisseur von Trollhunter. Ohne Zweifel der beste Horrorfilm des Jahres. Mit Emily Hirsch und Brian Cox. Man sieht einfach nichts. Die Pathologen Tommy und sein Sohn Austin sollen bis zum Morgengrauen die Todesursache einer unbekannten jungen Frau klären, die unter geheimnisvollen Umständen ums Leben gekommen ist. Für Vater und Sohn bedeutet das, oh, da läuft die Suppe richtig runter. Bedeutet das eine ungewollte Nachtschicht? Und zwar die schlimmste ihres Lebens. Denn Jane Doe, wie man nicht identifizierte weibliche Person nennt, der war gut, oder? gibt ihnen viele Rätsel auf.
Äußerlich weist die Leiche keine Verletzungen auf. Im Inneren jedoch wartet ein grausiger Fund nach dem anderen auf die beiden. Plötzlich geschehen Dinge, die sich nicht rational erklären lassen, und schon bald müssen Tommy und Austin feststellen, dass die Tode viel lebendiger ist, als sie angenommen hatten. So. Vielleicht hätte ich die Brille aufsetzen sollen, dann hätte ich auch was erkannt. Ach, jetzt ist es nur noch halb so schlimm, ne? Mit Emily Hirsch und Brian Cox. Ah. Das finde ich auf jeden Fall genial, wenn sich sowas ausgedacht hat. Wir können ja gerne mal nachmachen, so aus Spaß. Nehmen einfach zwei. Ich glaube, zwei reichen. Gerade wenn ihr die Schafen habt, die hauen gut rein. So richtig anfangen tut es natürlich dann erst, wenn ihr anfangt zu reden. Die Nase läuft auch. Also wenn ich das jetzt mal wegmache. Seht ihr das? Die Augen drehen. Die Nase läuft. Alles ist irgendwie so richtig so, ne? Und das war es auf jeden Fall jetzt von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke für die lustige Challenge. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses. Obwohl, jetzt noch ein kleiner Nachtrag. Ich glaube, mit der Brille hätte das sowieso nichts gebracht. Ihr seht das jetzt hier. Wenn ich dann atme und reden will gleichzeitig, ich erkenne einfach gar nichts mehr. Weil die Brille natürlich trotzdem beschlägt, anläuft. Aber ich möchte nochmal darauf hinweisen. Ich fand den Film also wirklich genial. Wer den nicht kennt, schaut ihn euch mal an. Guckt mal, ob ihr den irgendwie besorgen könnt. Oder ob ihr den immer noch auf Netflix findet. Die Autopsie, Jane Doe. Fand ich sehr gruselig. Fand ich cool gemacht. Auch, dass es da im Prinzip nur zwei Leute gibt, die da mitspielen und den ganzen Film so durchziehen. Das war es jetzt aber wirklich von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, peace out. Vorhaut, euer Ramses.